Hallo und herzlich willkommen zur vierten Lektion des ersten Moduls, des ersten Kapitels. Und in diesem Modul werden wir uns anschauen, wie wir unsere Komfortzone verlassen und welche Hindernisse unser Verstand uns gibt, unsere Komfortzone zu verlassen und wie wir mit unseren Fehlern umgehen oder grundsätzlich mit Fehlern und Misserfolgen umgehen, die automatisch kommen werden, sobald wir die Komfortzone verlassen. Und all das ist Grundvoraussetzung, damit wir auf das nächste Level, sei es mit unserem Business, umsatztechnisch, you name it, kommen und unsere Ziele auch erzielen werden. Die große Masse an Personen kommt nicht über ein Einkommen von 5 bis 10k im Monat darüber hinweg. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist. Wir reden hier von einem riesigen Prozentsatz der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern ist es genauso in der westlichen Welt. Dein Verstand weiß, dass innerhalb deiner aktuellen Komfortzone dein Überleben gesichert ist. Du überlebst, allerdings nur in einer sehr relativ bescheidenen Lebensqualität. Dem Verstand ist es aber vollkommen schnurzpiep egal. Dein Verstand, dem geht es nur darum, dass dein Leben Überleben gesichert ist. In welcher Qualität ist ihm erstmal wurscht. Ihr eigener Verstand, also der Verstand der Menschen, hält die meisten Menschen da, wo sie jetzt gerade stehen. Und damit schöpfen die allerwenigsten Menschen ihr volles Potenzial aus, also quasi die beste Version von sich selbst, ja, ihre Talente, ja, ihr Potenzial einfach schöpfen die allerwenigsten zu 100% aus. Ich würde mal sagen, der Großteil nur zum gewissen Prozentsatz, vielleicht sogar weniger 50%. Und das finde ich wirklich schade. Ich persönlich habe es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich Leute weiterhelfe. Wir schauen uns jetzt einfach mal, wie zur Hölle kommt ihr da aus diesem Kreislauf rauskommen. Da schauen wir uns jetzt mal ein paar Sachen dazu an. Es gibt grundsätzlich zwei Gründe, die uns, und das Gleiche gilt nebenbei bemerkt, auch für deine Kunden oder für deine Interessenten, wenn du sie zu deinen Kunden machen möchtest. Es gibt grundsätzlich nur zwei Gründe, die uns dazu veranlassen, unsere Komfortzone trotz der Hürden und des Widerstands zu verlassen. Und der eine Grund ist Schmerz, also grundsätzlich Leidensdruck. Das heißt, in der IT-Branche habe ich eben irgendwelche Schmerzen. Mit der jetzigen Lösung kann ich nicht mehr die Schnittstelle so abbilden, wie ich sie brauche. Meine Performance von meinem Server ist nicht mehr die, die ich brauche, etc. etc. Das heißt also, ich habe einfach einen Schmerz, der hat sich über die Zeit, meistens über einen längeren Zeitraum, immer stärker aufgebaut. Und jetzt irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass ich einfach Handlungsbedarf habe. Ob mir das jetzt halt passt oder nicht, der Schmerz überwiegt. Oder der zweite Grund ist Neugier. Also ich habe ganz präzise eine Absicht, ich stehe quasi auf Ist-Situation, Soll-Situation von heute und ich möchte auf eine Haben-Situation von morgen, also in der Zukunft liegend, meine Zielsituation. Ich habe ehrgeizig oder zum Beispiel begeistere mich durch Begeisterung, das heißt also nicht durch Schmerz, sondern durch Begeisterung, durch Ambition. Also man sagt dazu auch in der Psychologie, ich habe eine Absicht, ganz bestimmte Absicht, ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wenn wir unten jetzt mal kurz ein bisschen grafisch dargestellt, hier KF, Komfortzone, das haben wir ja schon, aber jetzt nochmal ein bisschen besser dargestellt, nochmal detaillierter dargestellt, wie das Ganze funktioniert. Wir befinden uns hier also jetzt hier links in der Komfortzone. Die Art und Weise, wie wir diese verlassen, ist nur, indem wir uns quasi weiterentwickeln. Der Trigger dafür ist entweder ein Schmerz, ein Leidensdruck oder eben eine Absicht, ganz bestimmte Absicht, ein ganz bestimmtes Ziel, ein Ergebnis,
EZ-Ergebniszone zu erreichen. Und das geht nur, indem wir hier in die Lernzone übergehen. Das heißt, nur wenn wir dazu erstmal bereit sind, neue Wege zu gehen, Neues zu lernen, Neues auszuprobieren, zu experimentieren, dann werden wir überhaupt, das ist der einzigste Weg, überhaupt in die Ergebniszone reinkommen. Das heißt, ohne dass ich irgendwas tue, ohne dass ich ins Handeln komme, ja, werde ich niemals in irgendeiner Form in irgendeiner Ergebniszone vortreten. Das heißt, wenn ich mich dann dort, wenn ich quasi neue Dinge ausprobiert habe, investiert habe, getestet, experimentiert, neue Märkte, Feedback eingesammelt, dann bin ich in der Ergebniszone. Die Ergebniszone wird dann vergrößert um den Teil, den ich mich quasi gewagt habe, aus meiner Komfortzone herauszugehen. Ja, jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe bis jetzt immer Neukundengewinnung über Empfehlungsmarketing gemacht in meinem IT-Business. Und jetzt habe ich angefangen, Kaltakquise zu machen durch Telefonmarketing in Kombination mit LinkedIn-Marketing, in Kombination mit Google Ads und so weiter. Das wäre dann hier dieser grüne Bereich. Und das ist noch völlig neu für mich. Da muss ich erstmal investieren, erstmal schauen, extern, intern, je nachdem, mich orientieren. Und ich habe aber dort Zugewinne an Erfahrungen, also neue Ergebnisse, die ich vorher nicht hatte. Ja, es gibt Einstein, der sagte, es ist die per Definition, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich glaube, jeder kennt irgendwie diesen Satz und der trifft hier auch zu. Und irgendwann mal, ja, ich kann es hier zum Beispiel auch im Sport hier ein Beispiel nennen, wenn ich quasi anfange, Liegestütze zu machen. Ja, also ich bin sportlich total unbegabt, ich brauche aber unbedingt Bewegung, der Arzt verschreibt mir Bewegung. Ich fange an, Liegestütze zu machen. Am Anfang mache ich nur 2 oder 3 Liegestütze. Irgendwann mache ich 10 Liegestütze, irgendwann 20. Und der Punkt dabei ist der, dass ich irgendwann mal 20 Liegestütze mache, die mir dann genauso viel Energie kosten oder weniger sogar Energie kosten wie die 3 Liegestütze ganz am Anfang. Und das ist eben das, wo dann der Kreis sich wieder erweitert und meine aktuelle Komfortzone ein schönes Stück größer geworden ist. Also das, was vorher quasi mir so viel Energie gekostet hat, dass ich neue Dinge ausprobiere, wird jetzt zur neuen Komfortzone. Und viele denken, und ja, was viele zurückhält, neue Dinge zu tun und auszuprobieren oder zu investieren in neue Dinge, ist häufig das, dass sie sagen, sie holen sich quasi das zukünftige Ergebnis in die Vergangenheit, welches noch gar nicht stattgefunden hat, und sagen, naja, wenn ich jetzt hier das und das mache, hier wachse, dann muss ich 20 neue Leute einstellen, dann habe ich diese und diese jene Probleme. Ohne diese Probleme bereits überhaupt zu haben. Und kommen dann erst gar nicht in diese Ergebniszone. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel mit Liegestützen hier rausholen darf, ist oftmals, wenn man dann die 20 Leute eingestellt hat und man hat sich eben vergrößert mit seinem Business, man denkt sich dann, also was man vorher gedacht hat, dass man gesagt hat, naja, dann habe ich eben 20 Mal mehr Stress oder 20 Mal mehr Verantwortung, dass dann letztendlich genau das Gegenteil passiert. Genauso wie mit den Liegestützen, wo ich dann plötzlich 20 Liegestütze mache und ich brauche letztendlich weniger Energie als wie ganz am Anfang mit den 3 Liegestütze, weil ich eben noch ein ganz am Anfang mal ein Anfänger war. Und dann geht es eben wieder weiter in die nächste Stufe. Dann lerne ich wieder dazu. Und das ist es, was jedes gesunde Unternehmen, welches kontinuierlich wächst, das ist der Prozess, den es umsetzen muss. Ja? Und das gilt im Kleinen wie im Großen, im Business wie im Privaten. Ja, was ist jetzt und was ist Interpretation? Das ist das, was ich schon in der dritten Lektion angesprochen habe, aber es ist so wichtig, dass ich es jetzt einfach ganz gerne nochmal zusammenfassen möchte. Verstehe bitte das Spiel der Interpretation. Richtig, falsch, gut, schlecht.
sind Interpretationen von dem, was tatsächlich ist. Ja, das wurde uns seit der Schule, seit der ersten Klasse, wenn wir 6 Jahre alt wurden. Bis dahin haben wir noch fleißig rumgespielt, die Welt war noch in Ordnung und plötzlich wurde alles immer ernster. In der ersten Klasse, zweite Klasse gab es noch nicht richtig Noten, aber dann ging es langsam richtig los. Je nachdem, in welchem Bundesland du groß geworden bist oder in welchem Land du aufgewachsen bist. Und dann war plötzlich, das ist gut, das ist falsch, Fehler sind böse, ja, Fehler wird dann mit Rot markiert, ja. Und ich behaupte, du hast noch nie in deinem Leben Fehler gemacht. Du hast einfach nur Dinge getan, die für ein Ergebnis funktionieren und für ein anderes Ergebnis eben nicht funktioniert haben. Und diesen Satz, den solltest du wirklich einrahmen und mal auf der Zunge zergehen lassen. Für mich persönlich zumindest, als ich den zum ersten Mal gehört habe in meinem Leben, das war vor ungefähr 2 Jahren, hat sich für mich wirklich also für mich hat sich da wirklich was geändert. Ja. Und verinnerliche diesen Satz und lass ihn wirklich mal auf dich wirken. Und der verändert einfach den Blickwinkel. Und so, was braucht es jetzt für ein Ergebnis, welches ich wirklich verwirklichen will? Das heißt, das ist die richtige Frage, die du dir eigentlich stellen solltest. Wenn das, was ich gerade was ich gerade tue, funktioniert, ja, dann mehr davon und wenn nicht, dann eben weniger und wieder abstellen. Und es geht nicht darum, Fehler zu zählen, sondern es geht darum, zu progressieren, ja, sich weiterzuentwickeln in die Richtung des Ziels. Und somit werden dann Fehler und Misserfolge kein Anlass mehr der Selbstentwertung, sondern nur zur Korrektur genutzt. Ja, Fehler und Misserfolge sind einzig und allein ein Instrument, welches du nutzen kannst, um deinen Weg zu korrigieren, um letztendlich dahin anzulangen, an deine Zielerreichung, so und so viel Umsatz, so und so viel Wachstum etc. im Business, so und so viel Neukunden und so weiter. Okay? Wie gehst du jetzt grundsätzlich mit Misserfolgen um? Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Die richtige Interpretation von Fehlern und Misserfolgen ist vielleicht das A und O überhaupt, nicht nur dieser Lektion, sondern vielleicht sogar der ganzen Akademie oder überhaupt des ganzen Kapitels Mindset. Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Das ist die Reihenfolge, in der du deine Prozesse aufsetzen solltest und vorgehen solltest. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns in der nächsten Lektion. Danke fürs Zuhören.